Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link Between Worlds, Part Nr. 19. Im letzten Part haben wir hier den bösen Sumpfpalast gemacht. Ist etwas zu viel des Guten, oder? Obwohl ich ja schon immer gewusst habe, dass ich was Besonderes bin. Aber wenn ich hier schon nicht wegkomme, soll dir wenigstens mein Feger noch ein wenig helfen. Keine Sorge, der bringt dich auch ohne mich direkt ans Ziel. Ach, ich wünschte, ich könnte bald wieder zu Oma zurück. So, wir haben hier auch noch diese Felsen. Wo ich noch eine Speis. Wie wir da drehen. Ich glaube, ohne den Felsen wegzumachen, kommen wir hier auch nicht großartig weiter. Aber wir haben auch noch den Wassertempel da ganz hinten. Wo wir so nicht hinkommen. Jedenfalls nicht über Low Roll. Scheinbar. Wer ist da? Du, der mir geholfen hat zu entkommen? Erinnerst du dich an mich? Ich bin Hals über Kopf aus dem Dorf abgehauen. Ich habe genug von dem ganzen Pack. Du hast mir damals sehr aus der Patsche geholfen. Also gut, den Inhalt dieser Kiste kannst du haben. Es ist gestohlen, aber lass uns da mal ein Auge zudrücken. Ich bin halt eine Diebin. Was soll ich machen? Und behalte das Ganze für dich, ja? 100 Rubine für nichts. Na, warum denn nicht? So, wir müssten hier irgendwo in der Nähe dann einen Spalt finden. Kann ich hier nicht reinzoomen? Doch. Ja, wir haben ja noch nicht wirklich einen Spalt gefunden anscheinend. Aber ich weiß auch nicht, ob ich alles schon komplett mir angucken konnte. Ich glaube, das erste Mal, wo wir hier waren, da hatte ich noch gar keine Flossen. Obwohl doch, hier war die Flaschenpost. Aber hier ist ein Spalt. Den ich anscheinend noch nie benutzt habe. Link, Held von Hyrule. Hier liegt ein Labyrinth der Flammen. Du benötigst besondere Ausrüstung, um gegen die Flammen zu bestehen. Ich spüre, dass sich dort ein hervorragender Mensch befindet, der einen Weisen wahrlich gerecht wird.
Bitte rette ihn. Dies sind die Worte von Hilda von Blue. Ein Labyrinth aus Flammen also, ja. Voll die fette Schildkröte hier. Ich habe meinen Kleinen aus den Augen verloren. Nicht eines von ihnen ist zurück. Ihnen wird doch nichts zugestoßen sein. Das weiß ich auch nicht, du. Man kann sogar auf dich rauf. Ja, ich... brauch's dich nicht zu wiederholen. Feen fliegen hier auch rum. Okay. Ich hatte solche Angst. Jetzt schwimme ich schnell zurück zu meiner Mama. Diese schlimmen Monster hatten mich umzingelt. Ich hätte nie gedacht, dass ich da nochmal rauskomme. Vielen Dank für die Rettung, großer Held. Kein Problem, viereckige Schildkröte. Immer wieder gerne. 71 von den Dingern haben wir jetzt schon. Ist das nicht ein bisschen viel? Oder komme ich nicht hoch? Da komme ich so nicht hoch. Das ist, glaube ich, das erste Mai-Mai, was wir unter so einem Felsen finden. Vielen Dank für die Rettung, großer Held. Ich kam nicht mehr auf die Beine. Und da waren Monster. Und ich hatte solche Angst. Mama macht sich bestimmt schon Sorgen. Ich schwimme besser schnell zu ihr zurück. Muck, Dad. Also fehlt uns noch eine Schildkröte. Denke ich mal. Sieht danach aus, ja. Und hier oben ging es auch noch irgendwo hin. Hier ist auch noch ein Spalt. Aber den habe ich jetzt einfach nur mal benutzt, um ihn aufzudecken. Oh, da habe ich was gesehen. Wie ist die denn da hingekommen? Hier auch nochmal kurz reinschauen. Da hat nichts Interessantes. Hier noch ein Mai-Mai.
dann einfach die Schildkröte ins Wasser zurückpfeffern. Ach, ich habe so lange da oben auf Rettung gewartet. Ich dachte, dass ich nie wieder von dort runterkomme. Hier im Wasser geht es mir schon viel besser. Vielen Dank für die Rettung, großer Held. Wie kann ich dir nur für die Rettung meiner Kleinen danken? Ich habe nichts, was ich dir zum Dank geben könnte. Du kannst mir aber auf den Rücken steigen, wenn du magst. Dann fahre ich dich gerne etwas herum. Den Kleinen gefällt das auch immer. Was? Du machst dir Sorgen, dass deine Schuhe schmutzig sind? Ich bin doch eine Schildkröte und kein Teppich. Das bisschen Schmutz macht mir gar nichts aus. Steig nur auf. Na denn? Ist doch wahrscheinlich unser Zugang zum Tempel. Ja. Eine kleine Rundfahrt hier, ne? Alles abballern, was nicht bei 3 auf dem Boden ist. Auf dem Baum. Was auch immer. Und da sind wir auch schon. Ein neuer Wetterhahn. Lass mich raten, Eisstab? Sieht ganz danach aus. Schildkrötenfelsen. Wie gesagt, der war damals woanders. Das ist eine Wippe. War ja irgendwie klar. Erstmal zurechtfinden hier, ne? Immerhin etwas. Ich glaube, da komme ich noch nicht weiter. Och, Leute. Drei Truhen. Aha. Okay, durch Eis sterben die einfach instant. Sag mal. Blöde Feuersäule. Oh.
Warum ist er jetzt... Verstehe ich nicht. Warum ist denn da jetzt was aus dem Dings gekommen? Aus der Lava. Scheinbar habe ich irgendwas richtig gemacht. Die Lava und ich werden heute keine Freunde mehr. Das ist ja oll. Ich bin fast tot. Obwohl, kann ich auch nutzen, den Teleporter. Hier waren wir auch nicht überall drin. Okay, hier komme ich eh nicht weiter. Hier komme ich aber auch nicht wirklich weiter. Wo bin ich hier? Okay, da muss ich nicht hin. Thank you.
Da oben ist noch ein Schlüssel. Ach, Schlüssel. Okay, mir gefällt dieser Tempel nicht. Er ist mir viel zu kompliziert. Soll ich das einfach mal mit Bomben versuchen? Die Schalter da oben zu machen? Oder warte. Geht auch so, wa? Immerhin ein Kompass. Komme ich jetzt an den... Nee. Ich müsste noch eine Etage höher. Ach, Leute. Ist auf jeden Fall so ein Tempel, den wir im heutigen Part wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Ich würde gerne noch mal da gucken. Das ist auch noch so ein Teleporter, ne? Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht, ne? Wir gucken erstmal hier entlang. Hier ist anscheinend auch noch ein Ausgang. Den wir höchstwahrscheinlich nicht brauchen. Och. Na komm. Herzteil. Warum nicht? Dann muss ich aber nochmal hier lang schauen. Das ist jetzt blöd von dir. Oh, ein weiterer Schlüssel. Thank you.
meinte, schaffen wir noch. Genial. Der große Schlüssel. Okay, da gibt's auch noch so ein Gitter zum runter. Stoßen. So könnten wir da auch hinkommen. Ach nee. Ach doch. Ich dachte, ich komme da nicht rüber. Aber das Gefühl, die erscheinen hier so ein bisschen random, die Dinger. Na, wir haben keinen Schlüssel mehr. Das bringt mir ja auch reichlich gar nichts. Nicht dein Ernst. Vielleicht hier nach unten? Ich probiere es einfach. Ah, gut. So viel dazu. Ach, und da ist die Boss-Tür, zu der wir aber so noch nicht kommen. Ich glaube, auf dem Stockwerk kann ich im Moment nicht viel machen. An die beiden Truhen komme ich nicht ran. Aber das soll es auch schon wieder für diesen Part gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part mit dabei seid. Genauso würde ich mich freuen über ein Like, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und auf Wiederschauen.